und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam ein Wandbild aus Fimo. I get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise. I come around with the perfect alibi. Ich verwende für unser künstlerisches Bild zwei Mottenausstecher, aber auch nur, weil ich sie zu Hause habe. Du kannst dir natürlich aus Karton zwei verschiedene Formen zuschneiden. Du findest sicher viele Vorlagen im Internet. Und diese kannst du dann immer mit dem Cutter einfach auf dem Fimo nachschneiden. Ich rolle hier zunächst einmal das weiße Fimo bzw. Polymerklee flach aus. Und es ist manchmal ganz hilfreich, sich im Vorfeld schon ein bisschen Maisstärke auf die Oberfläche zu streuen und zu verreiben. So klebt dann das Fimo nicht so an. In meinem Fall ist es egal, denn ich werde das Ganze mit der Fliese backen. Das heißt, es ist jetzt nicht so tragisch, wenn es anklebt. Aber auch die Reste gehen natürlich einfacher ab und es ist ganz hilfreich, wenn das Ganze einfach nicht so stabil kleben bleibt. Hier sieht man es ganz gut. Ich forme die Formen nämlich auch gleich ein bisschen mit dem Finger nach. Wenn zum Beispiel so Ausfransungen dabei sind, dann versuche ich mit dem Finger das Ganze ein bisschen zu glätten. So, und jetzt kann es auch schon ab in den Ofen für 30 Minuten bei 110 Grad. Ich lasse es auf der Fliese und wenn es gut abgekühlt ist, kannst du es direkt mit Acrylstiften bemalen. Ich verwende hier unterschiedliche Painter, gibt schon genug im Internet. Genau, hier einen goldenen. Der ist ganz cool. Und so sehen sie fertig aus. Insgesamt habe ich 14 kleine Motten für das Bild gefertigt. Die Designs sind alle von mir. Ja, und dann kann das Ganze auch schon in den Bilderrahmen von Ikea. Zunächst säubere ich den ganzen Bilderrahmen und dann suche ich mir einen passenden Hintergrund für das Bild, schneide es passend zu. In meinem Fall waren das 13x18 cm. Genau. Das Ganze habe ich aus einer Zeitschrift. Das war mal irgendwo. Und habe ich mir aufgehoben. Genau, für solche Momente ist das dann ganz praktisch schon mal, wenn man ein kleiner Sammler und Horter ist. Ja. Und den klebe ich gleich direkt auf die Platte. Also den Bilderrahmen kann ich nie wieder für etwas anderes verwenden. Aber mir gefällt das immer ganz gut. Finde ich einfach toll, wenn das gleich oben dran geht. Und ich wollte zumindest in Richtung rechts eine runde Form. Also habe ich mir eine runde Form genommen und damit vorgeklebt mit dem U-Stick. Ja, und hier verwende ich Blattgold und mit einem Schwamm fixiere ich das Ganze ein bisschen. Es soll aber schon so ein bisschen rustikal werden, ausreißen, Löcher bekommen und ich verwende hier zum Beispiel nochmal die runde Form, um es ein bisschen am Rand ausfransen zu lassen. Genau. Rechts kommt dann eh noch ein bisschen Blattgold hinzu, aber zunächst klebe ich die Motten einmal an und dann wollte ich mir ansehen, wo genau ich noch Blattgold platzieren werde. So sah es für den ersten Moment mal aus. Das war mir allerdings ein bisschen zu wenig. Ich habe dann die Motten noch mit Klarlack von Fimo bestrichen, damit sie auch schön glänzen. Und an den Stellen, wo mir eben das Blattgold noch gefehlt hat, habe ich mit U-Stick und Blattgold noch ein wenig nachgearbeitet. Ihr seht es dann, ich habe bis zum Rand noch Blattgold platziert. So sieht es ein bisschen explosiv aus. Und das ist mein Bild. Und ich habe es Motten im Licht genannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ciao!